Ja, und somit herzlich willkommen zurück zum Trams in Vienna. Heute fahren wir mal die Strecke 01 mit der Wagenumlauf Nummer 01 und Wagenumlauf Nummer 1011 von der Prater Hauptallee zur Stefan-Fadinger Platz. Ungefähr 50 Minuten. Das Wetter ist so eingestellt, dass es bewölkt ist und eigentlich zu Regen wechseln soll. Und ja, mal schauen, wie es läuft. Bin gespannt. Dann geht's mal los. Ich habe mich gerade noch gefragt, ob man irgendwie Licht einschalten muss. Aber das sieht dann wohl nicht so aus. Ich habe ein paar interessante Features gesehen. Man kann irgendwie Weihnachten einstellen. Oder den Covid-Modus, sehr interessant. Haben wohl alle Fahrgäste irgendwie wahrscheinlich Masken auf oder so. Also einsteigen bitte. Muss man dem Rollstuhlfahrer irgendwie helfen? Gut, das wurde mir nicht erklärt, wie das geht. Sehr gut. Fängt ja schon sehr gut an, hier. Geh mit dem Weichen falsch. Ja, nice. Sehr gut, dass uns das niemand erklärt. Gibt es hier eine Taste? Schließen, Glocke. Ich weiß nicht, wie ich den nehmen kann. Ich hätte jetzt gesagt, dass man das hier irgendwie... Ah, sorry. So. Steigen Sie bitte ein. Eigentlich cooles Feature. Aber da muss man auch zuerst rauskommen. Wie das funktioniert. Alles gut, haben Sie Platz? Okay. Ah, shit. Falsch. Ist jetzt noch jemand eingestiegen oder was? So, jetzt aber. Der Fahrplan wurde uns übrigens auch nicht erklärt. Also keine Ahnung, ob ich pünktlich bin oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich ist das hier die Zeit, die wir eigentlich jetzt schon im Verzug sind. 6 Minuten, kann das sein? Es blinkt da unten. Ja, 15:03 haben wir. Und 03 sollten wir eigentlich bei der nächsten Haltestelle sein. Shit. Bachstraße. Umsteigen zu 80A. So, alles einsteigen bitte. Sieht gut aus.
Hä? Achso, ich drück die falschen Tasten, das ist es. Okay, die Türen kann man auch anders öffnen. Habe ich jetzt gerade rausgefunden. Löwengasse. Umsteigen zu 4A. Wir haben 8 Minuten schon Verspätung, nicht gut. Hi Johnny. Das Bremsen muss echt geübt sein irgendwie. Man denkt, man würde vorbeifahren, aber dann doch nicht. Sieht gut aus. Oder auch nicht. Da blinkt irgendwas. Was ist denn los? Erste Tür geht nicht zu. Notbremse. Alle anderen Türen sind zu? Ja. Wieso geht die denn nicht zu? Was mache ich falsch? Ist es ein Bug? Ist es ein Problem? Was muss ich machen? Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Nee, das kann ich leider nicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, was los ist. Die erste Tür will sich nicht schließen. Was steht da eigentlich? Ans Netz war den Stromabnehmer zum ersten Mal hoch. Was ist das Problem? Haben wir irgendein Problem mit der Straßenbahn? Na gut, den Fahrplan kann man eh schon vergessen. Hilfe.
der linken Seite des Führerstandes befindet sich der Zentralschlüssel. Und dreht den Schlüssel in Position 1. Jetzt ist die Straßenbahn ausgeschaltet. Flexi die Vienna. Bringt das was? Ernsthaft? Irgendeine Türsteuerung oder sowas? Alter. Das war ja jetzt mies. Steht da jetzt wieder keine Fahrtrichtung gewählt? Betriebsschalter prüfen. Was hab ich getan? Was habe ich getan? Betriebswartenschalter prüfen. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Vielleicht merkt man das, dass ich ein bisschen überfordert bin. Aber es ist auch mies, wenn bei der ersten Fahrt schon irgendwas kaputt ist. Betriebsartenwahlschalter prüfen. Okay. Inaktiv. Was habe ich da getan? Wittelsbachstraße. Umsteigen zu 80A. Hilfe. Wittelsbachstraße. Umsteigen zu. Ist jetzt alles wieder gut, hoffentlich? Keine Ahnung. Asche-Taste. Oh no. Ich habe die Tür geöffnet. Habe ich das vorhin auch schon gedrückt? Vielleicht. Hier läuft alles schief. So. Schön, die Freigabe geht auch nicht mehr. Wurde uns auch nicht erklärt, wie das da mit diesem Schalter ist.
Ich drücke hier irgendwas rum. Hetzgasse. Ernsthaft, Leute. Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Hetzgasse. Hetzgasse. Falsch! 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 Was ist da los? Aus einsteigen! Ja gut. Jetzt Lust einzusteigen? Nicht? Okay, selbe Schuld. Shit. Ich bin völlig überfordert. Und dann drücke ich tausendmal die falsche Taste. So. No! Leute! Ich glaube, ich halte den ganzen Betrieb hinten auf, oder? Hinter uns ist schon eine andere Straßenbahn. Ich will ja nichts sagen, aber... wahrscheinlich unmäßig viel Verspätung. So blinkt das da die ganze Zeit. Radetzkyplatz. Umsteigen zu O. In Richtung Bruno-Marek-Allee. Okay, jetzt sind wir wieder hier unten unterwegs. Kann lustig werden. Sorry, ich habe das Signal gar nicht gesehen. Ich wäre, glaube ich, ein ziemlich schlechter Tramfahrer, wie es aussieht. Ich glaube, ich könnte das gar nicht gut. So. Also einsteigen. Grün. Alter, ernsthaft. Wieder irgendein Problem. Diese Störung kann durch Unfallsperre BAWS.
Nur jetzt aber. Irgendwie sind diese Trams ein bisschen schlecht. Oder mache ich etwas falsch? Dass wir hier die ganze Zeit Türstörungen haben. Kann natürlich auch sein, dass ich der Fehler bin. Störmeldung. Hintere Zollamtstraße. Umsteigen zu O. In Richtung Praxstraße. Okay. Im ersten vorderen Abschnitt ist eine andere Tram. Was muss man bei zwei roten Signalen nochmal machen? 10 km/h oder 15, glaube ich, fahren. Das ist zwar eigentlich nix. Ja, doch, ganz okay. Also aus und einsteigen, bitte. Ich glaube, das hier ist das Ende und das ist die Kamera hier rechts. Jetzt fahren wir hier nach links. Es scheint. Und die Leute hier durch den Boden packen. So. Ist ein bisschen anstrengend, das Ganze hier. Ja, ich habe doch da die Geschwindigkeitsbegrenzung eingestellt. Warum fährt die denn trotzdem da drüber? Weird. Dann ist eigentlich die Tram so. Warum sollte man da vorne anhalten? Also ganz vorne anhalten? Müssen die alle nach vorne laufen? Hast du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Es geht die erste Tür wieder nicht zu. Ey, nee. Das kann ich mir doch nicht geben. Junge, Junge. Das ist echt so eine 12 Minuten. Oder? Was ist mit der ersten Tür die ganze Zeit los? Boah, nervt das mich.
Wir haben die ganze Zeit noch die Tür hier offen. So, ich hab's gesehen, glaube ich. Der Typ möchte hier aussteigen, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder? Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Deshalb auch hier das Symbol. Okay, jetzt geht's. Kann man sich nicht geben. Steht hinter uns schon wahrscheinlich schon mehrere Bahnen stehen hinter uns. Zwei rote Signale. Oder gilt das für uns, weil wir eigentlich die Bahn wären? Könnte natürlich auch sein. Schwedenplatz. Umsteigen zu U1, U4, 2, 2A. Nochmal zwei Symbole, Signale. Ein grünes, ein rotes. Okay. Hier ist ein bisschen weird. Möchte der Typ jetzt einsteigen oder nicht? Wait kurz. Hinter uns ist sofort eine andere Straßenbahn. Shit! Ja gut. Wir sind halt sowas von dem Zug. Vollgas. Und gleich die nächste Ampel. Hat sich ja gelohnt. Salztorbrücke. Umsteigen zu 2A. Flughafenbus. So bisher. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Bisher habe ich, glaube ich, noch nichts erkannt. Airport Bus. Da sind zwar auch zwei Straßenbahnen direkt hintereinander. Aber vielleicht kann das auch wegen mir sein. Okay, grün. Fußgängerüberweg wieder.
Warte, ich fahre noch ein bisschen weiter nach vorne, damit die andere Straßenbahn auch anhalten kann. Jetzt aber. Was ist jetzt schon wieder los? Ich verstehe diese ganzen Symbole hier unten nicht ganz. Hilfe. Schottenring. Umsteigen zu U2. 31. 3A. Junge, Junge. Wird grün, danke. Bitte nicht abbiegen! Der blinkt die ganze Zeit nach links. Deshalb dachte ich, der würde abbiegen wollen. Also einsteigen. Wir sind leider ziemlich im Verzug. Da kann ich aber nichts dafür. Und weiter geht's. Keine Fahrradfahrer. Sehr gut. Ist eigentlich schon ganz cool gemacht, das Spiel. Auch wenn ich die ganzen Börse. Fehler und Eros nicht ganz verstehe. 40A. Aber wir haben grün. Und wie schnell man hier fahren darf, weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht. Wahrscheinlich die 60 km/h, die ich da stehen. Irgendwas ist immer noch hier mit diesem Betriebsfahrtenschalter falsch. VA, VB, VN, keine Ahnung. Egal, wir fahren weiter. Was ist jetzt schon wieder? GPS-Gerät einrichten. Wahrscheinlich habe ich da auch irgendwas umgestellt. Als nächstes drücke ich auf die Taste Ziel. Anfassbare Bars. Betriebsartenwahlschalter oben eine Fahrtrichtung ausgewählt. Was ist VB, VA, VN? I don't know. Jetzt alles gut? Alles gut. Was bedeutet das? Keine Ahnung mehr, was das bedeutet. Ehrlich gesagt.
631. Noch ein bisschen nach vorne, sonst sehe ich das Signal nicht. Schon. Prater Hauptallee. Wir sind am Ziel. Auf Wiedersehen. Ah, wirklich? Okay. Kenne ich jetzt hier irgendwas? Beim Prater war ich nämlich eigentlich. Das ist ja da, wo das Riesenrad ist. So, gehen jetzt die Tür nicht auf. Mein Gott. Muss ich noch weiter nach vorne? Ist das das Problem? Keine Ahnung. Und jetzt? Sind alle ausgestiegen? Leute, es ist Endstation. Es wäre gut, wenn ihr alle aussteigen würdet. Wieso steigt der Typ jetzt ein? Hä? Ich verstehe es nicht. Doch noch eine Haltestelle weit? I don't know.